Ich habe ja eine NATO-Übung in Vertretung von Helmut Schmidt gemacht. Ich war der Chef sozusagen im Bunker damals. Und diese NATO-Übung hat dazu geführt, dass Russland leicht vorankam, war im Kalten Krieg noch, und dass dann die USA, ohne mit uns darüber zu reden, auf deutschem Gebiet taktische Nuklearwaffen abgeworfen haben, 1979. Daraufhin habe ich einen Brief an Helmut Schmidt geschrieben, sagen, Herr Bundeskanzler, das geht doch nicht, dass wir von den USA überhaupt nicht gefragt werden, was die in Deutschland machen. Da hat er gesagt, ich weiß, das ist NATO-Strategie. Wenn ein solcher Angriff geschieht, werden bei uns nukleare taktische Bomben abgeworfen. Weißt du, wenn eine Gefahr für Krieg entsteht, werde ich Deutschland für neutral erklären. Daraufhin habe ich gesagt, Helmut, dann ist es zu spät. Das ist unsere wahre Lage und über die wird viel zu wenig in Deutschland geredet.